Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute zu Besuch bei Herrn Professor Werner Dorald. Ich freue mich, dass wir uns wieder gegenüber sitzen. Wir sind ja schon 2010 gegenüber gesessen, allerdings damals war es noch ein Interview für das UFS-Journal. Ja, ja. Der Anlass, die Codex-Reihe wird 40, wir feiern 40. Jubiläum. Sie sind der Herausgeber. Ja. Daher meine erste Frage, war das eine spontane Idee? Ist das länger gereift? Na, beides. Beides. Es war eine spontane Idee und hat dann natürlich einige Zeit gebraucht, bis das Konzept gestanden ist. Also die Idee hat sich entwickelt, aber das Konzept ist dann relativ auch rasch gestanden. Und das Interessante daran ist, dass sich dieses Grundkonzept praktisch unverändert, kaum verändert, 40 Jahre bewährt hat. Also so wie ich es vor 40 Jahren angelegt gehabt habe, so ist es im Wesentlichen unverändert heute. Und hat sich ja auch gegen massive Konkurrenz durchgesetzt, gegen Beck, Bilinski-Chef als Beispiel, also als Fall zu nennen, Manns-Reihe, Verlag Österreich. Und jetzt gibt es wieder einen Verlag, der als Trittbrettfahrer das macht. Aber also offenkundig hat das Konzept so gestimmt, so stimmig gewesen, dass es sich bis heute so gehalten hat. Es hat eingeschlagen. Ja, ja. War in dieser Form nicht vorher. Also, na, ich gratuliere auf jeden Fall. Interessant ist ja auch, in Zeiten von Digitalisierung und Internet ist der Codex nach wie vor attraktiv. Was ist das Geheimnis? Naja, also in Zeiten von RIS, glaube ich, sind die Aufgabenstellungen unterschiedlich. Das RIS brauche ich für rasches Nachschauen, das mache ich ja genauso. Und für Bereiche, wo ich selber keine Textsammlung habe und die auch nicht unbedingt mein beruflicher Schwerpunkt ist, dann brauche ich das RIS. Aber es gibt halt doch die Leute, also der Codex ist vor allem, würde ich sagen, für Leute, die im jeweiligen Bereich einen beruflichen Schwerpunkt haben. Und dort ist das Buch, das offene Buch am Schreibtisch eben doch offenkundig unentbehrlich. Und so geht es mir ja auch. Und ich lebe so wie die Kollegen, die den Codex verwenden, verwende ich ihn in gleicher Weise. Ne? Ich habe schon erwähnt, ich habe Sie 2010 interviewt. Damals war eine Frage zur Novellierung des Einkommensteuergesetzes. Damals war da eine Initiative und vorher hat auch schon der Sektionschef Gunter Meyer gesagt, das ESDG gehört sogar wörtlich ausgemistet. Und wir haben uns damals dann unterhalten. Bis jetzt gab es keine Neukodifizierung, es ist aber jetzt wieder Bestrebungen in die Richtung 2020. Was erwarten Sie sich nun bei einer Novellierung? Ja, also muss das nur klarstellen, es ging damals ja nicht bloß um eine Novellierung, auch um ein neues Einkommensteuergesetz. Ne? Damals ging es schon um ein neues Einkommensteuergesetz, jetzt wieder. Also wir gehen jetzt davon aus, dass es wirklich kommt. Ne? Ob heuer oder nächstes Jahr ist ja nicht so wichtig, aber es wird jetzt doch kommen. Und in Redesinn, man braucht ja das nur in den Medien nachhören, ist klar, dass die Arbeit entlastet werden soll, steuerlich entlastet werden soll. Das ist ja ganz sicher ein berechtigtes Anliegen. Was mir fehlt, ist, dass im Verhältnis zu früheren Zeiten, wenn ich also längere Zeit zurückblicke, es hat früher doch deutliche Investitionsbegünstigungen gegeben. Ich sprich insbesondere die vorzeitige Abschreibung an. Und ich glaube, das ist ein Fehler unserer Politik, dass wir insbesondere bei den Einzelunternehmern keine Investitionsbegünstigungen haben. Und das wäre aus zwei Gründen in meinen Augen wichtig. Das eine ist einmal, bei einem Steuersatz von 40%, 50% unter Umständen mehr, ist die Hebelwirkung einer steuerlichen Investitionsbegünstigung ja sehr viel größer als vergleichsweise in der Körperschaftssteuer. Und natürlich müsste eine solche vorzeitige Abschreibung, darf nicht 10% oder 15% sein, die müsste also schon deutlich sein, dass sie dann wirklich wirksam ist, aber ich glaube daran. Und im Übrigen zeigen uns ja, dass die Deutschen vor, die also gerade für Einzelunternehmen ganz deutliche
Investitionsbegünstigungen haben. Ich glaube, das ist ein schwerer Mangel, ein schwerer steuerpolitischer Fehler, dass wir das mehr oder minder abgeschafft haben. Und dann wäre das auch gleichzeitig ein Ausgleich gegenüber der doch massiv begünstigten Körperschaftssteuer, Kapitalgesellschaften. Also mir fehlt das, dass wir für die Einzelunternehmer keine Investitionsbegünstigungen mehr haben. Mir fällt im Zusammenhang noch etwas ein, mit dem Sie sich auch mal beschäftigt haben, und zwar Steuerrecht und Wohnungsbaupolitik. Stichwort Vorsorgewohnung. Sehen Sie hier steuerpolitische Ansätze? Also das ist ein Thema, das ich, so wie Sie es gerade gesagt haben, ja auch schon in der Vergangenheit wiederholt angesprochen habe. Schauen wir uns das an, wie das läuft. Jemand hat 200.000-300.000 Euro angespart und möchte das sinnvoll anlegen. Was macht er? Er kauft sich eine Eigentumswohnung. Auf dem Markt der Eigentumswohnungen treffen wir zwei Interessentengruppen. Das sind die einen Käufer, sind die, die es für selber Wohnen benötigen. Und auf der anderen Seite sind das Leute, die es als Vermögensveranlagung benötigen. Das ist ja nichts Böses, dass die Leute ihr Geld veranlagen wollen. Ja? Aber das Problem ist, hier treffen also zwei Käuferschichten aufeinander. Das eine als Investor, wenn man so will, der andere als echter Eigennutzer. Und dann ist natürlich klar, wie sich dann die Preise hier entwickeln. Und dass dann durch die Nachfrage durch Investoren, die das als Investoren, als Investment sehen, dass der Wohnungspreis dann hinaufgetrieben wird und zulasten derjenigen, die die Wohnungen für den Eigenbedarf brauchen. Das heißt aber, das Kapital wäre da, man muss es nur umlenken. Und wir brauchen Neuwohnungen, wir brauchen Mietwohnungen und mit entsprechenden Steuerbegünstigungen, Abschreibungsbegünstigungen, ich verweise nur auf das bestehende Bauherrenmodell, das eben dann auf breiterer Basis etabliert werden müsste. Das Geld ist da, man müsste es dorthin lenken und ich glaube, dass das bei entsprechenden Steuervorteilen auch entsprechend genützt wird. Wir könnten also hier durch Steuerbegünstigungen, wie gesagt, Vorbild Bauherrenmodell, das müsste man eben überarbeiten und in der Basis verbreitern, könnte man hier doch deutliche Maßnahmen setzen, die hier positiv wirken würden. Noch einmal, das Kapital ist da, das Privatkapital ist da, das öffentliche Kapital fehlt. Der richtige Weg wäre also, das private Kapital dorthin zu lenken, wo man es braucht, nicht in die Eigentumswohnungen, sondern in neue Richtung von Mietwohnungen. Man kann das auch kombinieren dann mit niedrigeren Mieten. Auf der einen Seite gibt man den Leuten die Steuerbegünstigungen, auf der anderen Seite sollen sie in Kauf nehmen, dass die Wohnungen dann nicht unbedingt die Marktmiete sind. Und so könnte ich aus dieser Situation einen Ausweg finden. Das wäre eines meiner großen Anliegen. Und im Übrigen muss ich dazu sagen, auch in Deutschland geht man die gleichen Wege, geht man genau diese Wege. Aber das Wichtige wäre, wegziehen das private Kapital nicht in die Eigentumswohnungenmarkt. Das gehört verlegt in eine andere Richtung, dort wo es fehlt, wo die öffentliche Hand das Geld nicht hat, dort wäre das private Kapital zu transferieren. Das wäre mein Lösungsvorschlag. Sehen Sie noch andere Gefahren in der zukünftigen Steuerpolitik? Ich kann mich erinnern, ich habe in einem Interview mit Ihnen in der Zeit gelesen, Sie haben davor gewarnt, eine gute Idee zwar, Sozialversicherungsbeiträge zu kürzen, man muss aber schon bedenken, dass es dazu führen kann, dass Unternehmen dann die Löhne niedriger ansetzen. Ja, genau, das ist das Problem, wenn ich auf der einen Seite für Niedriglöhne im Niedriglohnbereich die Sozialversicherung kürze, so anerkennenswert die Überlegung ist, besteht dann die Gefahr, dass die Unternehmen dann in diesem Niedriglohnsektor dann noch mit den Löhnen noch weiter zurückgehen wollen, weil sie sich denken, der Arbeitnehmer hat sowieso die niedrigere Sozialversicherung. Also hier müsste man dann doch auch gegensteuern, dass solche Effekte nicht eintreten. Aber in diesem Zusammenhang auch noch, was auch in den letzten Tagen oder Wochen
wieder aktuell geworden ist, der 13. und 14. Monatsbezug, die Steuerbegünstigung für den 13. und 14. Monatsbezug interessant. Also da ist die Idee, immer wieder kommt ja diese Idee, dass man den 13. und 14. die Steuerbegünstigungen abschafft und lieber integriert in einen generell niedrigeren Steuertarif. Interessanterweise hat die Gewerkschaft aufgeheult. Also ich glaube nicht, politisch durchsetzbar wäre natürlich nicht, aber aus optischen Gründen und aus ähnlichen Gründen wäre es nicht durchsetzbar, den 13. und 14. einfach umzulegen auf einen niedrigen generellen Tarif. Aber was politisch doch möglich sein sollte, ist, dass man die Steuerbegünstigungen einfach ab einer bestimmten Einkommenshöhe kappt. Also das heißt, dass ich nehme eine Hausnummer jetzt, dass man sagt, ab 100.000 Euro, ist eh schon sehr hoch angesetzt, aber darüber gibt es keine Steuerbegünstigung für den 13. und 14. Es gibt nicht wenige Leute, die so viel verdienen und mehr. Ja? Und dort gehört das gekappt. Und da schaue ich mir dann an, wie viele Leute auf die Ringstraße gehen und demonstrieren werden. Das glaube ich nicht. Ja, man muss aber zumindest, nämlich was man ja hier nicht richtig einschätzt oder zu wenig berücksichtigt, die Begünstigung für den 13 und 14, die ja darin besteht, dass ich die Spitzenbezüge aus der Progression herausnehme. Ich nehme die Spitzenbezüge aus der Progression heraus. Und das ist natürlich ein Systemfehler, ne? Dass ich ausgerechnet die Spitzenbezüge aus der Progression herausnehme. Das ist systemwidrig, weil wozu, warum habe ich den progressiven Steuersatz? Dass derjenige, der Spitzen sehr gut verdient, dass er eine höhere Steuerbelastung hat. Und jetzt nehme ich gerade dort, nehme ich die Progression heraus. Also der richtige Weg wäre wohl, dass man mit einer, also auch politisch durchsetzbar, es geht mir darum, dass man auch etwas macht, was politisch durchsetzbar ist. Also durchsetzbar ist sicher nicht, das hat der kurzzeitig tätige Finanzminister Starebacher gezeigt, der ja, glaube ich, nicht einmal ein Jahr, das war sein Vorschlag und der war dann weg, ne, weil das hat ihn gekillt. Aber der wollte den 13., 14. generell umlegen auf einen niedrigen Steuersatz. Das war für mich damals politisch hat er da Harakiri gemacht. Was richtig wäre, was politisch durchsetzbar wäre und was auch systemkonform wäre, dass man ab einer bestimmten Einkommenshöhe den 13. die Steuerbegünstigung wegnimmt. Ja. Man hört schon, Sie haben sich immer für Schwächere, Bedürftige und eben auch Behinderte eingesetzt. Naja, ich glaube, ich bin in diese, das mache ich natürlich gerne, will dem nicht widersprechen, aber diesen Ruf habe ich bekommen, weil es sind bei mir immer wieder Steuerpflichtige gelandet oder zu mir gekommen, die insbesondere mit außergewöhnlicher Belastung die Probleme mit dem Finanzamt haben und wo es ein Steuerberater sich einfach nicht rechnet. Ja, der Steuerberater ist teurer als das, was unterm Strich für einen Steuerpflichtigen rauskommen würde. Und das sind ja auch die sozial Schwächeren mit niedrigeren Einkommen. Bei denen rechnet sich der Steuerberater nicht. Und ich weiß nicht, auf welche Umwege auch immer diese Leute, man hat sich seinen Ruf aufgebaut und die Leute landen dann bei mir. Und ich mache das natürlich auch, weil ich ein gewisses Gerechtigkeitsgefühl habe. Mache ich natürlich unentgeltlich, ist klar. Und das sind dann aber auch Dinge, das ist sicher richtig, wo ich auch dann sehr emotional daran hänge und ich freue mich, wenn ich für die Leute was erreicht habe und bin mit ihnen sehr betroffen, wenn ich etwas nicht erreicht habe. Gäbe es hier Nachbesserungsbedarf in der Logistik? Ich meine, allein der Behindertenfreibetrag wurde in den letzten Jahren nicht valorisiert. Ja, natürlich könnte man da und sollte man nachbessern. Aber wenn wir schon da jetzt dann in die Tariffragen hineinkommen, 13. oder 14. Freibetrag, vielleicht noch ein anderes Thema, was ja auch politisch aktuell ist, das ist die Abschaffung der kalten Progression. Die Abschaffung der kalten Progression, was man hier viel zu wenig beachtet, bitte, wenn die Bundesregierung ein Gesetz beschließt, dass sie dann selber gezwungen wird, die kalte Progression automatisch anzugleichen,
was soll das für einen Sinn haben? Die Regierung kann ja, wenn sie die kalte Progression abschaffen möchte, die kann ja das jedes Jahr selber machen. Wozu diese Selbstbindung? Wenn ich die kalte Progression abschaffe, dann binde ich allenfalls künftige Regierungen. Aber das Groteske war ja, gerade jetzt hat man gesehen, die Bundesregierung, die frühere Bundesregierung wollte ja schon, hat ja das schon vorgehabt, die kalte Progression abzuschaffen. Dazu ist es nicht gekommen, die Leute sind rechtzeitig noch klug geworden. Und was hat die neue Regierung gemacht? Die hat den Familienbonus eingeführt. Den Familienbonus hätte es nicht geben können, den könnte es nicht geben, wenn die Regierung vorher die kalte Progression abgeschafft hätte. Das sind genau die Reserven, die man, die Budgetreserven, die kalte Progression führt genau zu den Budgetreserven, die der Regierung erst eine aktive Steuerpolitik ermöglicht. Und wenn ich Ihnen jetzt diese Budgetreserven durch Abschaffung der kalten Progression nehme, dann können Sie entsprechende, auch wichtige steuerpolitische Maßnahmen, fehlt Ihnen das Geld. Und das Groteske ist, dass diejenigen, die abschaffen, die ja sowieso, wie gesagt, die Regierung kann ja, wenn sie will, kann sie jedes Jahr den Tarif anpassen. Sie braucht doch nicht ein Gesetz dazu. Das heißt, das ist eine populistische Forderung, die man sich von einer Opposition erwartet, aber doch nicht von einer Regierungspartei. Die Regierungspartei fesselt damit ihre eigenen Möglichkeiten. Ist absurd. Daher meine Frage, Sie haben öfters sehr analytisch die Dinge angesprochen, kritisiert. Sie haben auf den Fingern offene Wunden gelegt. Wie gehen Sie damit um mit dieser Kritik? Und wenn man Ihnen dann doch gefolgt ist, war das für Sie eine Genugtuung? Naja, ich glaube, Sie sprechen jetzt, gehen wir jetzt schon auch zum Teil weit, naja, nicht allzu weit, weit und weniger weit zurück. Ich glaube, Sie sprechen jetzt an Bankgeheimnis, anonymes Sparbuch. Wissen Sie, wie ich prophezeit habe, dass wir uns das anonyme Sparbuch abgeschafft werden muss, da hat man, das ist von politischer Seite, um Gottes Willen, das ist nicht wahr, was der Torwald sagt, und das Gleiche ist dann etliche Jahre später gewesen mit dem Bankgeheimnis. Ich erinnere mich da noch mit Interviews gemeinsam mit der damaligen Finanzministerin. Die Finanzministerin: Nein, niemals wird das Bankgeheimnis abgeschafft. Wissen Sie, da frage ich mich, entweder habe ich hellseherische Fähigkeiten gehabt oder die Politiker haben schlicht und einfach in die Fernsehkamera die Unwahrheit gesagt. Und ich zweifle an meinen hellseherischen Fähigkeiten. Sie werden oft als hellseherisch bezeichnet, Sie werden oft als visionär bezeichnet. Denn Sie haben lange vor der Wirtschaftsuniversität an ein Wirtschaftsrechtsstudium am Juridikum schon die Idee gehabt, dieses einzuführen. Es wurde abgelehnt. Können Sie sich noch an damals erinnern? Was war nicht der lebhaft, Grund dafür? Lebhaft kann ich mich erinnern. Ich war erst kurz in Wien und habe also das vorgeschlagen, dass wir neben der traditionellen Studienordnung, dass wir daneben eine wirtschaftsjuristische Studienordnung einführen, und also das war eine totale Niederlage, also es gab nur ganz wenige Kollegen, die diesen Plan, diesen Vorschlag von mir unterstützt haben, und die Bestätigung kam dann 3-4 Jahre später, weil die Wirtschaftsuniversität das ja gerade dann selber eingeführt hat. Und ich muss Ihnen sagen, es gab bei uns, wie ich den Leuten dann gesagt habe, die meinen Vorschlag abgelehnt haben, ne, habe ich gesagt, na, das haben wir jetzt davon, jetzt haben wir in derselben Stadt eine Konkurrenzuniversität. Ne? Und dann sagen mir die Kollegen, naja, macht nichts, Konkurrenz ist eh gut. Wenn ein Monopolist sagt, Konkurrenz ist eh gut, dann frage ich mich, wo das wirtschaftliche Denken der Juristen damals geblieben ist. Und letztendlich, ja, bin ich ja bestätigt worden. So traurig das dann
zumindest aus meiner Sicht, war, man muss sich vorstellen, dass wir heute an unserer Juristenfakultät beide Studienordnungen hätten. Ein Traum, der sich aber leider nicht erfüllt hat, weil die anderen, jetzt sage ich es eitel, diese Weitsicht nicht gehabt haben. Herr Professor Doral, Sie haben Ihre Lehrtätigkeit letzten Sommer zurückgelegt. Können Sie uns erzählen, sind Sie immer noch im Büro? Sind Sie immer noch sozusagen immer als Mentor tätig? Naja, ich bin nach wie vor natürlich. Und ich plane jetzt auch, wenn Sie mich fragen, was meine aktuelle Tätigkeit ist. Also jetzt werde ich demnächst schon wieder anfangen, die Neuauflage für das Steuerrecht jetzt dann 2019-20 machen. Also das sind meine jährlich wiederkehrenden Aufgaben, die mich natürlich auch ans Fach binden, und das mache ich auch mit einer gewissen Leidenschaft. Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage, die auch vor 10 Jahren war, nämlich damals habe ich Sie gefragt, wie sich der UFS entwickelt hat, der UNAG Finanzsenat. Heute sind wir Bundesfinanzgericht, da haben wir eine Frage, damals haben Sie gesagt, wir haben uns emanzipiert von der Finanzverwaltung. Wie sehen Sie das Bundesfinanzgericht? Wir gehen jetzt ins 6. Jahr seit der Errichtung 2014. Ja, ich sehe das Bundesfinanzgericht am besten Weg. Ich sehe es am besten Weg. Was ich ja damals und auch andere mit mir bezweifelt haben, ist, auch beim UFS, dass er sich vom Finanzministerium emanzipieren wird. Also diese Sorge hat schon der UFS beiseite geschoben, war nicht berechtigt. Und auf diesem Weg ist das BFG weitergegangen, und ich bewundere diese rasche Trennung. Und es ist eine tolle Leistung gewesen, mit der, glaube ich, an der viele gezweifelt haben. Werde ich meinen Kollegen im Bundesfinanzgericht erzählen, muss ich. Zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen. Was ist Ihr Ziel für heuer? Ziel für heuer ist Neuauflage vom Steuerrecht 2019-20. Ja, und sonstige Aktivitäten in dem Bereich natürlich auch. Ja. Privat, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Zuletzt habe ich die Biografie über Luther, eine Biografie über Luther gelesen. Ich muss sagen, ich kann das nur allgemein empfehlen. Mein Resümee ist, wie ich das gelesen habe, eigentlich müsste die katholische Kirche die Verantwortung für die damalige Kirchenspaltung übernehmen. Und ich sage, das ist Katholik. Welche Persönlichkeit würden Sie näher kennenlernen? Ich treffe mich lieber mit Freunden. Das haben Sie vor 10 Jahren auch schon gesagt. Und dabei bleibe ich. Was machen Sie nach der Arbeit? Nach der Arbeit gehe ich insbesondere ins Fitnesscenter. Bravo. Herr Professor Doralt, ich bedanke mich und ich frage mich, wenn ich spätestens in 10 Jahren wieder bei Ihnen bin. Okay, kommen Sie wieder. Danke.